Hallo YouTube! Wenn ihr wissen wollt, was das ist, was damit auf sich hat, müsst ihr einfach dranbleiben. Ja, hallo YouTube! Ein ganz kurzer Knife-Talk, und zwar extra, nicht extra, aber hauptsächlich, weil mich der Christoph, der Schnorris, gefragt hat oder gesagt hat, mach doch mal was für zu Glühfarben oder Anlassfarben vielmehr. Und ich habe jetzt mal mein Tabellenbuch Metallbearbeitung rausgekramt, weil ich da halt ein Schema drin habe, wo man das erkennen kann. Und zwar haben wir hier auf der Seite, auf der die Anlassfarben und hier die Glühfarben, Glühfarben für Stähle. Ja. Ich habe aber damals schon gesagt, es ist sehr mit Vorsicht zu genießen, die ganze Sache. Die Anlassfarben, das mag noch sein, das funktioniert so einigermaßen, weil man ja da nicht unbedingt auf Helligkeit oder Umgebungshelligkeit angewiesen ist, aber hier bei den Glühfarben wird schon echt schwierig, weil wie gesagt, wenn Tageslicht herrscht, sind diese Farben ganz anders zu bewerten oder also man verschätzt sich da unheimlich schnell bei Tageslicht und weil einfach die Farben dann eigentlich dunkler rüberkommen, als sie also wirklich sind. Macht's beim Schmieden, zum Beispiel auf Märkten, immer schwierig, weil da kann jeder Schlag, der bei zu kaltem Material gemacht wird, wirklich zu viel sein, weil das gibt dann Risse. Ja, aber hier sieht man mal das Spektrum, geht im Prinzip von hellgelb bis zu grau. Das ist wirklich so, das kenne ich, weil ich schon oft genug angelassen habe, auch höher angelassen habe. Entschuldigung, es ist auch von daher relativ wenig bedeutend, was man hier sieht eigentlich, weil wenn wir hier Entschuldigung, wenn man unschwer erkennen kann, hier steht, oder naja, hier steht weiß-gelb 200 Grad. Ja, also im Prinzip da, wo es anfängt, wirklich Farben, diese Gelb-Goldfarben zu bringen beim Anlassen, sind wir eigentlich schon in den Temperaturbereich, wo es dann langsam schon anfängt kritisch zu werden. Hängt damit zusammen, was ich schon mal gesagt habe. Wenn ich einen Stahl optimal nutzen will, muss ich mir den Stahl entsprechend für die Anwendung heraussuchen und muss den dann dementsprechend wärmebehandeln. Das heißt, wenn ich einen Stahl habe, der von Haus aus sehr hart wird, weil er viel Kohlenstoff hat, und ich will den aber relativ weich haben, zum Beispiel für ein Haumesser, damit er eben elastischer wird, dann muss ich hier wirklich teilweise in Bereiche reingehen, wo wir jetzt hier sind. Und spätestens hier, wenn ich violett oder blau, dann habe ich echt ein Problem. Weil teilweise muss ich diese, was haben wir hier, 270 bis 300 Grad, sage ich mal rund, muss ich erreichen, damit ich im Prinzip die Härte, die der Stahl bekommt, einfach mildere. Aber das gibt den Zustand oder den Begriff oder wie auch immer man das nennen mag, der Blauspurigkeit. Da habe ich mich mal lange mit dem Roman Landes drüber unterhalten, der ja nur bekannter Spezialist für Sachen Stahl ist. Also wenn ich in diesen Bereich reinkomme, von den Anlasstemperaturen her, dann hat der Stahl im Prinzip ein ganz eigenes Problem, dass er wirklich spröde wird. Ja, und dadurch halt auch wieder Ausbrüche bekommt und das Gefüge einfach keinen Halt in sich hat. Und das ist eben genau das Problem, was ich immer wieder sage. Wenn ihr euch ein Messer machen lasst, sucht euch den Stahl genau aus, mit der optimalen Wärmebehandlung für die Anwendung. Weil es bringt nichts, einen guten Stahl, der viel Kohlenstoff hat, für ein
Haumesser verwenden zu wollen und dann zu merken, obala, der ist mir eigentlich viel zu hart, und damit er halt elastischer wird, drücke ich im Prinzip mit der Anlasstemperatur die ganzen Sachen runter. Und dann komme ich hier eben in diesen Bereich und dann habe ich den ersten Fehler mit dem zweiten Fehler versucht auszubügeln und es geht aber nie los. Ja, das bringt überhaupt nichts. Also wirklich dann ja, den Stahl ordentlich aussuchen und dann ist alles gut. Glühfarben fängt rot an bei so einem dunkelbraun und geht dann hoch bis ja, Weißglut im Endeffekt. Wobei hier, wie gesagt, diese Farbtabellen hier, das ist so eine Sache. Die kommen auch jetzt im Video mit Sicherheit anders rüber, als sie hier bei mir im Buch sind. Und wenn man das mit der Realität vergleicht, sieht es auch wieder anders aus. Also, ja, ist alles relativ und mit Vorsicht zu genießen. Da muss man einfach Erfahrung sammeln. Da kann sich keiner von freisprechen, dass er sagt, ich weiß das, ich kann das anhand dieser Tabellen, kann ich das genau sagen, so und so heiß oder so und so warm ist die Klinge. Das ist Blödsinn. Da gehören viel Erfahrungen dazu. Man lernt nicht umsonst einen Beruf und lernt nach der Lehre weiter. Oder Leute wie ich zum Beispiel, die das halt schon wirklich 25 Jahre machen. Gut, Schmieden hat später angefangen, aber das sind mittlerweile auch 15 Jahre, schätze ich mal so. Ja, also. Diese Farbtabellen sind wunderschöne Beispiele dafür, wie es rein theoretisch sein soll, aber wie man immer so weiß, das Leben und die Umstände machen das alles immer anders. Ja. Also ich härte zum Beispiel in meiner Gasesse, habe ich schon gesagt, und das mache ich immer abends, wenn es dunkel ist. Da habe ich eine, so eine Funzel drin an in der Schmiede, damit ich überhaupt sehe, wo ich hinlaufe, weil ich der Meinung bin, dass ich denn in dem Zustand die Farben optimal erkennen kann. Und beim Anlassen, das mache ich im Backofen, da erreiche ich in der Regel, wenn überhaupt, ja, 200 Grad kann man schon mal erreichen, so einen ganz leichten Anflug von dem Gelb da oben. Ja, weil ich meistens so bei 180 Grad anlasse, je nachdem, was ich für Stahl habe, auch mal höher. Aber höher als 220 Grad habe ich, glaube ich, noch nie angelassen. Nicht, dass ich wüsste. Es gibt ja Stahlsorten, die brauchen das, die brauchen teilweise sogar noch mehr. HSS zum Beispiel, Sekundärherde, da wird bei 450 Grad angelassen. Aber ist im Messerbereich da ziemlich selten eigentlich. Ich glaube, der Jürgen Schanz hat mal Messer aus HSS gemacht, wenn ich mich enttäusche jetzt. Oder ein oder andere probiert es auch immer wieder mal. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Gut. Ja, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, vielleicht hier nochmal kurz. So sieht ein Eisenkohlenstoffdiagramm aus. Und ja, also hier in dem Tabellenbuch ist eigentlich viel gut erklärt. Nur die Kamera ist jetzt nicht so toll, dass ich jetzt hier das alles im Detail zeigen könnte. Es ist auch, das, also wirklich das zu erklären, das Eisenkohlenstoffdiagramm, das würde länger dauern. Das sind auch so viele Fachbegriffe, das bringt einen mehr durcheinander. Und was da alles drinsteht, muss man unbedingt gar nicht wissen. Weil man kann es einfacher und einfacher lernen, wenn man halt wirklich mal Fachleuten zuschaut und sich erklären lässt, warum die was machen. Das ist zum Beispiel ganz einfach, wenn ich die Schmiede angucke, die Mittelalter die tollsten Schwerter gemacht haben, die hatten kein Tabellenbuch, die hatten kein Eisenkohlenstoffdiagramm, die haben gemacht aus Erfahrung heraus, haben das ihren Lehrlingen oder ihren Söhnen weitergegeben und die ihren, und jeder hat seine Erfahrung gemacht und hat diese Erfahrung oder das Wissen erweitert, und die wussten genau, was sie tun. Ja. Und wir klammern uns hier immer an irgendwelche theoretischen Werte und Tabellen und irgendwas und vergessen dabei einfach mal das Gefühl fürs Handwerk. Und das finde ich immer schade. Wir versuchen alles zu technisieren und ja, in irgendwelche Formeln zu pressen und hin und her. Was jahrhundertelang gut ging, ohne dieses ganze Drumrum. Natürlich gibt es Bereiche, wo das sinnvoll ist. Ja. Also im Bereich von irgendwelchen modernen pulvermetallurgischen Stählen macht das natürlich durchaus Sinn zu wissen, was da drin vorgeht. Aber man kann es auch wissenschaftlicher sehen, als es sein muss. Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Dann beende ich das hier, weil mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich bin mir sicher, dass es diese
Schautafel auch im Internet irgendwo als Download gibt, weiß ich nicht genau. Jo, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen wieder dem einen oder anderen was klar machen, erläutern, Wissen vermitteln, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht alles, ne? Weil immer wieder Kommentare kommen, ich finde das toll. Natürlich freue ich mich, dass es Leute toll finden, dass ich hier was erzähle. Aber denkt nicht, dass ich alles weiß. Ne? Ich bin auch nur ein Mensch. Gott sei Dank. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis bald. Bye bye.